Ihr seid auf der Suche nach den billigsten Ultimate Team Coins bzw. FIFA Points? Dann checkt auf jeden Fall gerne den ersten Link unten in der Beschreibung aus zu meinem Sponsor Golda und spart dort dann nochmal mit dem Code DGTV 3% bei eurem Einkauf. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge der FIFA 17 Spielerkarriere. Ja Leute, die letzte Folge ist mal wieder von den Like-Zahlen richtig eskaliert, also es könnte auf alle Fälle in den nächsten Wochen passieren, wenn ich natürlich die Zeit dafür finde, dass wir eine komplette Spielerkarriere-Woche machen. Falls ihr euch darauf freut und wenn ihr natürlich mehr von der Spielerkarriere sehen möchtet, lasst auf jeden Fall gerne zum Start der Folge direkt mal einen Daumen nach oben da. 1000 Likes für die heutige Folge wären auf jeden Fall mega nice von euch. Wir beginnen mit der Folge und zwar mit einer ziemlich guten Nachricht für Dennis DGTV, also sollte ihn, denke ich mal, freuen, denn der Youngster, der momentan vom FC Bayern München an Dynamo Dresden verliehen wurde, wurde zum Spieler des Monats November gewählt. Das Ganze aufgrund von 3 Scorern, die er in den 3 Spielen im Monat November erzielt hat, auf alle Fälle eine ziemlich starke Leistung und da blickt man auf alle Fälle positiv in die Zukunft, dass die Partnerschaft Dennis DGTV und Dresden vielleicht sogar noch über die Saison hinausgeht. Also es gab ja schon einige etwas bekanntere Fußballer bzw. etwas bekanntere Prominenz, die an DGTV twitterte. Wir hatten Robert Lewandowski, wir hatten Suna von der KMN-Gang und jetzt kommt der Oberhammer. Denn entweder Cristiano Ronaldo oder eben ein Manager von Cristiano Ronaldo ist scheinbar auf Dennis DGTV und den von Cristiano Ronaldo nachgemachten C-Jubel aufmerksam geworden und postete unter anderem bei Twitter, übersetzt aus dem Englischen, dieser Moment, wenn du keine eigene Persönlichkeit besitzt und dir eine klauen musst. Und das ist schon ziemlich hart und da gibt es scheinbar auch rechtliche Schritte, die eingeleitet wurden, dass Dennis DGTV tatsächlich nicht mehr den Copyright-geschützten C-Jubel von Cristiano Ronaldo machen darf. Ich muss auf alle Fälle sagen, dass es mittlerweile ziemlich krass ist, welche Dimension das Ganze annimmt, dass wir von einem sehr bekannten Teamkollegen zu einem Rapstar hier in Deutschland und jetzt zu einem der besten Fußballer der Welt, der Geschichte, der sonst was hinkommen. Also das sind schon mittlerweile Welten, die hier angenommen werden. Das ist schon ziemlich krass. Es könnte auch sein, dass es sich hierbei nicht um den echten CR7 handelt. Also klar, es ist der echte Account. Aber dass das Ganze vielleicht von einem Manager, der den Account leitet oder so gepostet wurde. Denn dass so ein Weltstar da solche Worte direkt auf Twitter postet, das sieht man natürlich auch nicht jeden Tag, vielleicht irgendein Manager, der darauf aufmerksam wurde durch irgendwelche, weiß ich nicht, Newsseiten oder so, aber dass das jetzt hier die wahren Worte von CR7 persönlich sind, das ist ziemlich zu bezweifeln. Mittlerweile muss man aber sagen, wurde der Post auf Wunsch von CR7 selber gelöscht, aber trotzdem gilt, dass Dennis DGTV in der Zukunft nicht mehr den Jubel von Cristiano Ronaldo machen darf. Und mit dieser Nachricht starten wir rein in die heutige Folge der Spielerkarriere. Ich wünsche euch viel Spaß und wir gehen über zum Gameplay. Ja Leute, so schnell geht das Ganze scheinbar mit dem Bekanntheitsgrad als Fußballer. Da wird plötzlich auch mal gut und gerne ein Manager von Cristiano Ronaldo darauf aufmerksam, wie du jubelst und dir wird verboten, genauso zu jubeln wie er. Übrigens sehe ich gerade, dass wir Eigenschaften aktivieren können. Weiter Einwurf und geschicktes Dribbling können wir beides aktivieren. Also geschicktes Dribbling ganz cool, aber weiter Einwurf ist jetzt nicht gerade das, was ich brauche als Stürmer. Aber egal, wir haben es trotzdem aktiviert. So, dann werden wir mal unsere unverkennbare finale Bewegung so ein bisschen ändern. Und zwar versuchen wir erstmal irgendwas zu machen, was nicht unbedingt von Pogba oder von Messi oder von sonst wem ist. Bodendrehung, ja, fallender Baum. Wir machen mal so einen standardmäßigen Knierutscher. Sollte, glaube ich, jetzt keinen irgendwie verärgern, dass wir den als Jubel haben. Und das Ganze speichern wir und machen mal weiter mit der Spielerkarriere. In der heutigen Folge gibt es die Spiele gegen den VfB Stuttgart und gegen Karlsruhe. Und dann in der nächsten Folge wieder mal ein Pokalspiel, wieder einmal gegen einen Bundesligisten. Es geht ran gegen den Hamburger Sportverein. Da fällt natürlich die Frage, ob die Dresdner es wieder schaffen können, vielleicht auch wieder mit einem DGTV-Hattrick, gegen einen Bundesligisten eine Runde weiterzukommen im DFB-Pokal. Jetzt aber erstmal Fokus auf die Liga, denn Stuttgart ist eigentlich auch schon fast so stark wie ein Bundesligist. Und darauf sollten wir auf alle Fälle unseren Fokus jetzt momentan erstmal legen. Was auch immer das gerade für eine Betonung war, keine Ahnung, wir gehen mal ganz kurz in die Trainingssimulation rein. Ich denke, in meiner heutigen Folge werde ich auch noch mal eine Trainingseinheit selber spielen, denn das sind jetzt nicht so die Noten, die ich gerne sehen möchte. Wir haben den Spieler des Monats, der bekannt gegeben wurde, das ist Wurz von VfL Bochum, und das Team der Woche, wo wir natürlich mal wieder nicht drin sind, aber dafür 50 Millionen Sandhausen Spieler, geil. Jo, das nenne ich mal Abwechslung, 3 Vereine im Team der Woche. Von Hannover, Sandhausen und einer von Nürnberg. Aber gut, dann werden wir so ein bisschen härter an uns arbeiten und dann wird das Ganze vielleicht auch klappen mit dem Team der Woche oder eben mit dem Spieler des Monatspreis, werden wir auf alle Fälle sehen. Dresdner Spieler des Monats sind wir ja geworden, aber Spieler des Monats in der zweiten Bundesliga, da müssen wir uns auf alle Fälle noch so ein bisschen hinarbeiten. Das aber jetzt erstmal mit dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Wir sehen uns auf alle Fälle gleich im Spiel wieder. Und ich kann schon heute mal wieder gar nicht kommentieren, ich merke es auf alle Fälle. Tut mir auf jeden Fall Like dafür. Es ist dann mal wieder typisch so, manchmal ist der Flow halt da, manchmal halt nicht. Das
merkt man auf alle Fälle als YouTuber immer mal wieder, wenn man so quasi auch schon in die Folge reingeht, dann weiß man, ja, jetzt bin ich im Flow drinne, jetzt werden kaum Fehler passieren und manchmal gibt es so Folgen, das ist jetzt zwar nicht hier der Fall, aber das kenne ich schon mittlerweile, ich mache ja nicht seit gestern YouTube, wo man einfach so weiß, da verspricht man sich tausendmal, da labert man auch hauptsächlich nicht gerade das, was man eigentlich ja vorhatte, alles so zu erzählen. Gibt es auf alle Fälle des Öfteren, heute auch mal wieder jetzt nicht die beste Aufnahme von mir, aber immerhin hoffe ich trotzdem, dass es euch gefällt. Jo, der VfB Stuttgart hat es einfach mal geschafft, in 14 Spielen gerade mal 12 Gegentore zu kassieren. Das ist echt schon krass, denn ich kann mich in der echten zweiten Bundesliga so auf alle Fälle an Spiele erinnern, wo die, glaube ich, oder so 4 oder 5 Gegentore kassiert haben. Und hier haben sie einfach mal gerade mal, oh shit, was macht unsere Verteidigung da schon wieder? Einfach mal 12 Gegentore in 14 Spielen, das ist schon nicht schlecht. Och, das gibt's doch gar nicht. Oh, diese Defensive, Terodde kommt da so frei zum Kopfball und macht das 1-0. Also ich glaube, wir werden eh keine 3 Punkte mehr holen in dieser Spielerkarriere, zumindest bei Dresden, ne? Wenn es immer so weiterläuft, was macht der Verteidiger denn da? Da steht wirklich nur Terodde in der Mitte und keiner steht bei dem. Das ist doch echt wieder so ein Rätsel, wie das sein kann. Komm schon durch die Lücke, Lamberts, auf uns. Oh, was war das für ein Tackling von Pavard oder Pavard oder wie der auch immer heißt. Auf alle Fälle der aus Frankreich kommende Innenverteidiger. No homo stellt sich an der Stelle. Oh, Pavard, übertreib doch mal hier nicht so, wie ich gefoult werde. Das ist schon ein bisschen übertrieben und überspitzt gewesen. Wirklich null auf den Ball und nur auf uns. Ja, warum muss ich den Freistoß denn ausführen? Och, Mann. Trainer, das ist doch nicht dein Ernst. Was hast du hier für Anweisungen gegeben? Der Stürmer macht die 50 Meter Freistöße oder wie? Müssen wir versuchen, hier eine gute Flanke reinzubringen. Komm schon. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ja, und dann so ein Abschluss. Ja, geile Sache, wirklich. Dann muss ich die Freistöße machen. Da kommt eine relativ gute Flanke rein und keiner macht irgendwas draus. Komm schon, jetzt hier irgendwie gegen die Verteidiger durchsetzen. Das sind einfach Stuttgart-Innenverteidiger. Die könnten auch Bundesliga spielen. Oh mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Warum ist der nicht reingegangen? Super Parade vom Keeper, muss man aber auch irgendwie sagen. Och, was macht der denn da? Die können ja nicht mal die Pässe annehmen im Strafraum. Das gibt's doch gar nicht. Wie soll man mit so einer Mannschaft überhaupt irgendein Spiel gewinnen? Oh, Stefaniak, das war mal ein richtig guter Pass. Abgeblockt das Ganze. Jetzt fängt's langsam aber sicher an, wieder ein bisschen besser zu werden. Vor allem mit Stefaniak. Jetzt hier Pass von Gugi auf uns. Ja, da müsste ich eigentlich auch wieder abspielen. So, den Ball hole ich mir, den Ball hole ich mir. Oh, den Ball hole ich mir nicht. Hartmann, och, was ist das denn? Moritz Hartmann. Ich glaube, wir beide werden echt bald ein Problem bekommen, wenn das so weitergeht. Habe ich zwar schon letzte Folge genauso gesagt, aber jetzt setze ich bald meine Taten in die, meine Worte in die Tat um. Oh mein Gott, was machen die da denn bitte? Die Defensive ist echt verloren bei uns, glaube ich. Was macht der denn? Hauptmann. Ey Leute, ich krieg hier wirklich die Krise. Ich habe echt langsam keinen Bock mehr auf sowas. Die schaffen vorne nichts, die schaffen hinten gar nichts. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Komm schon, Teixeira, wunderbarer Pass. Och, Pavard, was ein gutes Tackling, muss man auch mal sagen. Jo, 2 Minuten Nachspielzeit, das wird auf alle Fälle noch was. Wohl, vielleicht. Och, komm schon, das ist ein Elfmeter. Elfmeter, Freistoß. Freistoß, leider. Oh, da haben Zentimeter gefehlt, dass es eine Elfmeter-Entscheidung geworden wäre. Komm schon, jetzt einfach kurz spielen. Och nein, was macht der denn da? Was macht der denn da? Ey, Leute, ich habe keinen Bock mehr, Mann. Was ist das denn für eine dumme Scheiße? Komm schon nochmal, der Pass jetzt. Ja, abgepfiffen. Ich weiß, dass wenn man manchmal zu früh den Pass anfordert und dann die Position ändert, dass der Pass genau dahin kommt, wo man es vorher angefordert hatte. Aber ich stehe da, fordere den Pass 2-3 Mal an und er macht den Heber in die Mitte. Warum macht er das denn? Ich werde hier richtig bekloppt, Leute. Was ist das denn für eine Scheiße? Das kann mir doch niemand erzählen. Was spielen die hier für einen Dreck zusammen? Hinten kommt da wirklich gar nichts. Ihr habt es ja gesehen. Stuttgart hat eine einzige Chance gehabt. Das war der einzige Torschuss und der war zu gefährlich und der war einfach drin. Und bei uns vorne kaum Unterstützung für den Stürmer und ansonsten halt generell, ich weiß einfach nicht, was momentan los ist. Ich kann das auch nicht wirklich in Worte beschreiben. Naja, jetzt irgendwie mal den Kopf hochhalten. Jetzt geht's ran gegen den KSC, gegen die Karlsruher. Hoffen wir mal, dass es hier ein bisschen besser läuft, weil momentan ist es wirklich eine Berg- und Talfahrt. Keine Ahnung, manchmal läuft es richtig gut, manchmal läuft es richtig schlecht. Momentan läuft es aber deutlich eher schlechter, als dass es gut läuft. Ich will auch momentan gar nicht auf unsere Tabellensituation gucken. Gucken wir jetzt aber gerade, beziehungsweise wir sehen auf alle Fälle die ersten 9, wo wir auf alle Fälle nicht am Start sind und wo wir, glaube ich, auch ziemlich weit entfernt von sind. Aber naja, mal gucken auf alle Fälle am Ende des Spiels, wo wir in der Tabelle stehen werden. Vielleicht auch mit 3 Punkten nach dem KSC-Spiel. Ja, geil, wirklich, mega nice, Mann, Dynamo Dresden, Alter, wisst ihr überhaupt, wie Verteidigen funktioniert? Ich glaube nämlich nicht. Das ist doch nicht deren Ernst, dass jeder scheiß Angriff der Gegner ein Tor ist. Leute, was ist das denn für ein Dreck da hinten?
Das ist nicht normal, das ist nicht zu fassen. Wie kann das denn sein? Jeder Angriff der Gegner resultiert mit einem Treffer. Leute, das ist nicht der Ernst der Verteidigung. Klar, man könnte argumentieren, auch wenn die Verteidigung so schlecht ist, ja, warum schießt du da nicht einfach mehr Tore als Stürmer? Ja moin, wenn vorne kaum einer mit mir spielt, dann kann ich nicht erwarten, dass da wirklich viele Tore fallen. Und ja, es gibt auch Situationen, in denen ich mal scheiße spiele, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber das kann es doch nicht sein, dass jeder Gegner mit dem ersten Torschuss, mit der ersten Flanke und dem ersten daraus kommenden Kopfball einfach ein Tor macht. Das ist doch lächerlich. Ja, toll. Das ist es halt wieder. Das ist genau die Situation. Ich muss mich wieder alleine gegen einen durchsetzen. Dann funktioniert das Ganze. Da kommt aber direkt der nächste Verteidiger. Und gegen den musst du dich auch wieder im 1 gegen 1 durchsetzen. Weil ich einfach null Unterstützung von meinen sogenannten krassen Offensivspielern bekomme. Die sind einfach nicht da. Die sind einfach nicht existent. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, Stoppel. Ja. 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 Ja, ja, ja. Sag mal, ist das hier eine zweite Bundesliga-Mannschaft oder eine Kreisliga-Truppe? Scheinbar momentan eher das Zweitere. Das kann doch nicht deren verdammter Ernst sein, dass die Gegner zwei Möglichkeiten haben. Das sind nicht mal gute Möglichkeiten oder so. Das sind keine hundertprozentigen Chancen. Und beide resultieren mit einem Tor, Leute. Das ist echt nicht zu fassen. Diese Defensive kannst du alle vier, da kannst du gleich ohne Viererkette spielen, die kannst du in die Tonne kloppen, die vier da hinten. Da vergeht einem echt die Lust an dieser Spielerkarriere, Leute, das ist doch nicht zu fassen, Alter. Das sind die lächerlichsten Angriffe, die ich je gesehen habe von Karlsruhe und die machen zwei Tore. Die machen, mit so einem Scheiß machen die zwei Tore. Und wenn ich da mal vorne bin und ich weiß, Legende ist scheinbar ein bisschen schwerer als Weltklasse. Das weiß ich, glaube ich. Ja, ja, ja. Oh, oh, da ist ein Angriff mal nicht reingegangen. Heilige Scheiße, was ist denn hier kaputt im Spiel? Ein Angriff gegen uns ist mal nicht reingegangen. Ich will jetzt auch nicht das ganze Video rumflamen oder so. Tue ich, glaube ich, bisher. Also kommt auf alle Fälle hin, dass ich bisher nur rumflame. Ich weiß, dass man das Ganze vielleicht auch ein bisschen motivierter sehen kann. Aber das kann mir doch niemand erzählen. Wenn man sich alleine dieses zweite Tor anguckt, die gucken alle nur zu. Die warten quasi einfach darauf, bis Karlsruhe das 2-0 macht und gut ist. Und da kommt's wieder. Kommt bestimmt das 3-0 jetzt hier. Torres, Flanke, 3-0. Sage ich einfach mal. Nee, Kein Tor gegen uns. Das ist ja mal wirklich was ganz Neues. Also ich habe echt wirklich noch nie so ein schlechtes Spiel gemacht, Leute. Es gelingt nichts. Weil einfach irgendwie nach vorne will von dieser Mannschaft hier aus nichts gelingen. Da will auch, glaube ich, irgendwie gar keiner nach vorne irgendwas machen. Ich weiß nicht warum, aber schaut euch einfach mal die Bewertung an. 5,0. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie 1000 Chancen vergeben habe, sondern einfach, weil ich viel versuche und eben auch bei vielen scheitere. Elfmeter. Elfmeter. Was ist das denn, Leute? Nein, doch, Mann. Ich habe keinen Bock mehr, Leute. Ich will einfach nicht mehr bei Dresden sein. Das ist doch nicht sein Ernst. Warum grätschst du da denn so rein? Das ist nicht mal eine hundertprozentige Torchance gewesen, dass man da so idiotisch im 16er reingrätschen muss. Ja, komm, 3-0. Herzlichen Glückwunsch, Diamantakos. Ja. Glückwunsch Karlsruhe für 3 Punkte, beziehungsweise für 3 Tore hier in Dresden. Warum muss es denn unbedingt immer so sein, dass unsere KI gefühlt auf Amateur ist und die gegnerische KI eben wirklich Legende ist? Ich beschwere mich ja nicht mal. Ich meine, ich habe hier extra Legende gewählt, weil ich es eben schwerer haben wollte. Aber warum ist dann unsere KI nicht mal wenigstens annähernd so gut? Nicht einmal annähernd. Die lässt sich da wirklich so kaputt spielen. Das ist echt nicht normal. Komm, wenigstens ein Tor. Wenigstens ein Tor. Dankeschön. Anschlusstreffer. Und ganz ehrlich, Leute, wisst ihr, was ich nach so einem Anschlusstreffer mache? Ich bin zufrieden für mich, ganz ehrlich. Und den Rest simulieren wir einfach mal. Im Endeffekt ist es vom 3-1 auf ein 5-1 gegangen. Ich weiß irgendwie echt nicht, was ich machen soll, Leute. Also es ist langsam echt schon traurig. Ich habe auch langsam echt keine Lust mehr, hier zu sein. Das kann doch nicht sein, dass wir 5-1! 5-1 von Karlsruhe an die Wand geklatscht werden. Das ist doch nicht normal. Und wir sind langsam aber sicher, glaube ich, auch vom Rating her schon ein bisschen zu gut für die zweite Bundesliga, aber können keine Aktion machen. Das heißt, wir können uns tatsächlich nicht von unserer Leihe irgendwie lösen. Und das ist ein bisschen schade, denn langsam aber sicher würde ich schon Bye-bye Dresden sagen wollen. Um jetzt mal langsam aber sicher von diesem Thema Rage, Wechsel, kein Bock mehr auf Dresden und so weiter wegzukommen, die Frage, welcher Sponsor soll unser Sponsor für unser Schuhwerk sein? Da haben wir unter anderem eben 3 Möglichkeiten, die ich selber interessant fänden würde, wo wir auch die Angebote haben. Und zwar Adidas wäre natürlich nicht uninteressant, ist natürlich eine Weltmarke, die Weltmarke mit den 3 Streifen, man kennt sie. Dann wäre natürlich Nike auch nicht schlecht und Puma, also alles 3 Marken.
die auf alle Fälle ihre Reize hätten. Ihr werdet dann auf alle Fälle in der nächsten Folge sehen, bei welcher Firma wir unterschreiben werden. Und findet natürlich auch eine Infocard, wo ihr abstimmen könnt, welcher Schuhsponsor eben unser Sponsor sein soll. Also welcher Sponsor unsere Schuhe eben uns immer geben soll. Adidas, Nike oder eben Puma. Stimmt auf alle Fälle gerne beim i bei der Infocard ab. Und damit würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ziemlich trauriges Ende, die diese Folge nehmen musste zum Abschluss. Finde ich auch ziemlich schade, aber es war auf alle Fälle schon eine ziemlich enttäuschende Folge. Mal gucken, wie das Ganze dann nächste Folge aussehen wird mit dem Spiel gegen den Hamburger SV. Das aber alles erst in der nächsten Folge. Wir simulieren nochmal eine Trainingseinheit und sehen uns dann auf alle Fälle in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein und ciao.